Was geht ab, Leute? Ein herzliches Willkommen. Ach, ich bin noch richtig durch irgendwie. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute an einem Trailpark, wo ich persönlich noch nie gewesen bin. Und was noch viel cooler ist, einfach der Ben ist da. Den kennt ihr aus den Österreich-Videos. Und aus einem ein oder anderen Video mittlerweile, glaube ich, auch. Und der Andi ist auch da. Der war bei mir in einem Fahrtechnikkurs. Und der kennt sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen hier aus. Das heißt, der wird uns wahrscheinlich so ein bisschen guiden, wenn wir den finden sollten. Leider sind oben alle Parkplätze frei, deswegen musste ich jetzt hier am Hang parken. Deswegen ein bisschen tricky. Ich ziehe mich jetzt fix um und dann geht's los. Ich habe auf jeden Fall richtig krass Bock, weil irgendwie lange nicht mehr chillig an einem Trailpark gewesen. Und auch sehr, sehr lange mittlerweile schon nicht mehr was Neues gefahren. Und ich finde es immer aufregend einfach, wenn man was Neues fährt. Und ich freue mich einfach dann immer, wenn man neue Strecken erkunden kann. Es gibt wohl, ich glaube, 3 oder 4 Strecken. Eine davon auch schwarz. Das heißt, ein bisschen, es gibt nicht so viele richtig gute Videos irgendwie. Aber nichtsdestotrotz bin ich einfach gespannt. Ich habe das Render heute mit und ich glaube, damit ist man mit so einem Trailpark in der Regel ganz gut bedient. So, ich bin jetzt so gut wie ready. Ich werde es mal wagen, mit dem Pulli nur zu fahren. Ich hoffe, dass das ausreicht. Ich werde jetzt hier Kameratasche und so packen für die Michi, weil die Michi kann leider noch nicht fahren, aber die Ronja ist mit dabei. Mega cool. Und dann ist die Michi nicht die ganze Zeit so alleine. Ja, ich mache mich schnell jetzt final ready, weil die anderen warten bestimmt schon. Und dann geht's ab auf die Trails. Erstmal den Einstieg finden. Kann man machen. So, erste Abfahrt. Gut hart der Boden, flowig hier. Hallo. Boah, hier ist heute richtig was los, Leute. Krass, wie hart der Boden hier vorkommt. Ganz strange. Bisschen Pumptrack. Bin ich alleine? Was sind denn die anderen? Ach, da oben. Alles okay? Ja. Also, es geht schon ganz schön wild los für die Warmrollrunde. Ich glaube, da gab es 2 Absprünge. Habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Alle Trails zum Start. Das war das Ende, okay. Ja, aber nice. Ich
Sachen wieder durch. Gerne auch eine Runde fahren. Ich habe gesagt, eine Abfahrt wollte ich machen, die habe ich geschafft. Ich bin zwar gefallen, aber ich habe es geschafft. Du hast doch bestimmt wieder überpaced direkt. Ja, klar. Alles gut? Ja, klar. Ich habe ja nur eine Chance, jetzt hier Fahrrad zu fahren. Hallo. Ja, ja. Da unten ist ein Schild. Ja, das ist irgendwie der Appel. Ah, okay, ja, doch, doch auf dem richtigen Weg. Danke. Alle bereit? Ab geht's. So, Organic, das klingt ja nach Enduro-Trail. Oh, und ja. Das ist auch Programm. Okay. Man glaube, der wird nicht ganz so viel befahren. Ist ein bisschen mehr Lauf am Start. Und halt auf jeden Fall viel naturbelassener. Oh, okay. Okay. Das ist immer spannend, ne? Die Sachen auf Sicht. Ah, okay, cool. Hier in die Senke rein. Oh, Lenker und Schaltwerk-Killer. Boah, viele Querwurzeln. Okay. Slow down. Okay. Ah ja. Ach, geht noch weiter. Ja, fahr du mal vor. War mal wieder spannend so auf Sicht, ne? Ja, ich habe gerade mal geguckt, da ist so ein Double. Also was heißt Double? Es hat schon mehr Gap. Und er ist relativ technisch gebaut, dass man auf jeden Fall aktiver springen muss. Ab geht's. Auf geht's. Boah, flat, Alter. Alter, ich war zu schnell. Der war echt schnell, aber der war nice gebaut, wirklich. Ja, aber das war schon echt ein Ticken zu weit fast, ne? Fand ich auch. Und ich habe nur gepusht, ich habe nicht getreten. Ja. Ja, war schön. Der hat Bock gemacht. Bisschen scary einmal kurz. Ich dachte, wo lande ich jetzt? Auch, ich habe mir jetzt nichts gemerkt, ne? Ich auch nicht, ne. Also außer die zwei Sprünge, die ich gesehen habe. Der Rest ist auch wieder wahrscheinlich die Wand davor. Pau. Nochmal. Hier darf ich jetzt nicht zu schnell sein. Ich eben schon. Boah. Boah. Ey, da ein bisschen flott da, ne? Der kommt echt. Man muss dann super schnell schon wieder reagieren. Auch wenn er schon einmal gefahren ist.
Ja, ohne Scheiß, die ist widerlich, die Kleine hier. Ja, jetzt wieder. Boah, den sehe ich zu spät, ne? Muss ich ehrlich sagen. Muss ich den noch ein, zwei Mal fahren. Ey, der ist einfach geil, der Trail. Das ist richtig geil. Absolut stark, Junge. Wieder rein. Oh! Da war zu viel geklippt. Das ist so knüppelhart, der Boden, ey. Ja, aber super Sprünge. Oh. Hier noch ein so ein Table, aber okay. Wir wollten halt eine schöne blaue Linie haben für jedermann. Und ich finde, das ist denen auf jeden Fall gelungen. Müssen wir ein bisschen mehr Speed haben. Aber hier jetzt ein Raban-Test, der ist echt Spaß gehabt. Ist ja wieder das andere Lein. Ich bin echt so nicht geballert. Oder mal mit so einem Jet, was dann auch ganz gut bergauf fährt. Ich glaube den Weg hier, oder? Sind die den Weg gegangen? Gibt ja Kommentare wegen den Haaren. Hallo. Leute, es war richtig nice. Wir werden auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Hat mir richtig, richtig gut getaugt, muss ich ehrlich sagen. Die schwarze habe ich heute tatsächlich ausgelassen, ganz bewusst, weil da sind schon ein paar knackige Dinger drauf und es war einfach mega viel los. Das ist, würde ich behaupten, so eine Strecke, die muss man sich einfach so ein bisschen erarbeiten und halt ganz entspannt irgendwie mal angucken, denn da sind so einige Elemente drauf, wo man dann doch ja, so den Speed ordentlich einchecken muss, die Impulse irgendwie abchecken muss. Und hier war heute wirklich, wirklich die Hölle los. Es war richtig, richtig viel los. Aber klar, es war auch ein traumhafter Herbsttag. Mir persönlich hat es mega Bock gemacht, auch wenn das jetzt so ein kurzer Ausflug war. Aber
Man kann ja auch manchmal einfach nur eine gemütliche Runde fahren. Und wir fahren auch tatsächlich gar nicht so lange hierher. Das ist auch geil, einen Spot mehr zu haben, der ein bisschen näher ist. Und ich werde auf jeden Fall nochmal unter der Woche wiederkommen. Vielleicht, Thomas, vielleicht hast du Bock. Für dich ist es schon sehr weit wahrscheinlich. Und dann checken wir das mal ganz entspannt ab. War mega cool, Ben und Ronja wieder zu treffen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst nochmal öfter. Und Ben, wann immer du mal Bock und Zeit hast, gib Bescheid. Dann fahren wir hier das Ganze uns nochmal anschauen. Yes, wir fahren jetzt gemütlich nach Hause. Alle sind heile geblieben. Perfekt. Lass gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin. Spirit forever free.